Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 11. Juli, morgens um 5 vor 8. So schön scheint die Sonne. Wir haben schon 20 Grad im Schatten. Das ist richtig, richtig toll. Ja, meine Dinos sind noch drin wahrscheinlich. Die fanden das nur gestern gut im Regen. Ja, die Vögelchen sind auch schon wach. Ich auch. Und ja, jetzt gehe ich erstmal mit dem Hund. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Jetzt gucken wir mal, wie die Dinos drauf sind. Der Udo ist hier den Baum am Auspflanzen. Und die müssen natürlich gucken im Doppelpack, wo es dahin geht. Lagen die gerade schon drin? Wo der Spaten hingeht, dann sind sie auch noch lebensmüde. Ja, jetzt geht die erste nicht schnell genug. Ja, was versuchst du da jetzt? Hoppala, ich nehme euch dann mal schon. Ui! Ja, jetzt hängst du kopfüber. Jetzt geht die und die lässt sie und bockt den jetzt auf. Ja, was macht der Paula da oben? Der weiß auch noch nicht, wo lange er will. Doch, Hauptsache er muss Erster sein, ne? Das ist echt. Ja, jetzt. Und was ist? Da hinten steht ein bisschen Grünzeug, das wird jetzt gefressen. Ah, so ist das hier. So sieht jetzt. So sieht jetzt hier das Beet aus. Mit einem Loch im Boden. Eine Schildkröte, die da hinten haben. Die sind echt der Knaller. Naja, da schauen wir mal. Ach, guck, hier angebunden hat der Udo. Die Pflänzchen auch schon. Und dann schauen wir mal, was die Racker da so machen. Tja. Ist ja nicht so, als wenn sie nicht wussten, dass das Grünzeug da drin steht, ne? Wie die Kinder. Da, wo sie nicht hin sollen, da gehen sie hin. Na, schauen wir mal. Und so sieht es jetzt hier alles aus. Der Udo hat die Pflanzen hier alle hingestellt, denn da ist jetzt erstmal nichts. Genau, dann schauen wir mal, wie das gleich aussehen wird. Guckt sie euch an, sie muss jetzt hier im Loch irgendwas buddeln. Er ist da am Fressen. Ah ja, das sind schon welche. Das sind schon welche. Jetzt kommt sie nicht mehr zurück, wa? Oder die buddelt, eins von beiden. Ich kann sie vom Kopf her auch nicht sehen. Ich sehe also auch nicht mehr als ihr. Keine Ahnung, irgendwas hat sie gefunden, was sie frisst. Der Udo hat den kleinen Kindern da einen Spielplatz gemacht. Aber das ist echt der Wahnsinn, wie die da durchjumpen. Wo ist er denn jetzt? Da. Das ist der Knaller. Oh, guckt mal. Das sieht ja schon schön aus. Er hat den geschnitten, den Flamingobaum. Und da jetzt eingepflanzt. Ja, in der Hoffnung, dass der auch was wird. Weil, wie gesagt, irgendwie war das bisher noch nicht so. Da steht es jetzt, das kleine Bäumchen. Ja, so sieht das jetzt hier aus. So ein bisschen durcheinander. Da müssen wir noch ein paar Steinchen umräumen, dass das nicht ganz so viel Erde ist. Und dann schauen wir mal, wie es wird.
So, und so sieht jetzt hier die Oase aus. Ich bin gespannt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich euch mein neues Schätzchen schon gezeigt habe. Also jetzt nicht den, das ist immer noch der alte, ne? Aber dieses Schätzchen hier, mein Akkumäher, darf der Udo heute ausnahmsweise mal fahren. Weil ich hab das Leid gehabt mit dem ganzen Kabelgedöns. Und wie er guckt. Erzähl ich Mist oder was? Du siehst schlimm aus. Ja, der ist leise, ne? Ne, der ist wirklich leiser als der alte. Ehrlich, der hat zu viel Sonne getankt heute. Ach, der macht mich schon wieder kirre. Das sieht richtig gut aus. Wie so ein Teppich ist das hier. Und das ist eine Ackerwinde oder sowas. Hier habe ich jetzt mal da eingestellt und mal gucken, ob die sich um den Zaun so windet. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Und mein Freund arbeitet auch wieder. Der macht auch seine Arbeit. Wie der mal sein Bändchen hinterher zieht. Und immer wenn er oben angekommen ist, da fährt er wieder los. Dann wird er wieder unter Wasser gezogen. Jupp, weg sind sie. Das sind Udos Sonnenblumen. Hier die orangenen Tomaten. Lecker, lecker, lecker. Ich glaube, sollen wir mal testen, ob die schon fertig sind. Ob der Udo mit den Ohren lang zieht. Ne, hier sind überall Spinnen. Die hat der Udo bestimmt da reingesetzt, dass ich da eben nicht dran gehe. Ja, die Gurke wächst auch schon bis nach da oben. Sieht ein bisschen makaber aus, wie sie da rausguckt, aber... Die wachsen auch schön. Ja, das sind keine Ahnung, was für Granaten das hier werden. Die werden jetzt so bewässert, immer mit diesem Bewässerungsschlauch. Ja, so sieht das hier aus. Jetzt muss ich warten, bis der Herr fertig ist. Denn ich möchte meine Blumen hier gießen. Ja, und der sieht auch richtig toll aus. Richtig schön. Na, dann warte ich jetzt mal, beobachte noch meine Vögelchen. Und ja, dann geht's. Denke ich mal für mich auch gleich weiter. Oh, der Fisch düst hier auch rum. Wo ist er denn jetzt? Irgendwo da. Der kann sich sehr gut verstecken. Und da hat der Udo noch meine Petunie, die hier rumstand, noch eingepflanzt. Ja. Ja, irgendwie gerade ist der Baum, also die Krone ist gerade, aber irgendwie der Stamm. Der fliegt Hose bald vom Arsch, aber. Ist das Gewitter? Was? Nee. Ja, jetzt werde ich, wie gesagt, die Blümchen gießen. Die haben hier noch ein bisschen Bambus reingekriegt, den der Udo gestern gerade geschnitten hat, als wir beide im Pool waren. Ganz alleine, ohne Kinder. Haben wir ganz heimlich gemacht. Ach ja, hier unsere Brombeeren. Die sind auch schon, die können wir auch schon pflücken. Da sind dies ja echt viele dran. Habe ich euch aber schon ein paar Mal erzählt. Ne? Aber wenn man das schön findet, dann kann man das alles immer nie genug zeigen und erzählen. Tja, Futter muss ich auch wieder nachfüllen. So geht heute der Donnerstag zu Ende. Genau, jetzt werde ich hier noch die Blümchen... So werden die Badehosen hier getrocknet. Die Blümchen gießen hier hinten im Garten und vorne gleich. So.
dann gucke ich meinen Spätzen hier noch zu und dann geht es auch schon fast in eine Falle. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Noch keinen schönen Abend, das muss ich euch noch zeigen. Das bin wieder typisch ich. Ich habe mir hier einen zweiten Teich hingezaubert. Das ist, wenn man den Teich voll machen will und sich dann denkt, in der Zeit kann man noch mal eben kurz drin was erledigen. Ja, dann werde ich jetzt mal das Wasser ausmachen, ne? Aber jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. So sieht das hier noch aus. Noch wunderbar. Guten Morgen, wir haben heute Freitag, den 12. Juli, morgens um kurz vor 7. So sieht es hier aus, es hat auch schon geregnet. Das Fahrrad wurde im Garten vergessen, wurde nicht dahingestellt, wo es hingehört. Naja, gut, so ist das nun mal. Nichtsdestotrotz, es ist angenehm, also kühler als jetzt die letzten Tage, aber ja, so frisch, ne? Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag und später einen tollen Start ins Wochenende, in den Urlaub oder was auch immer. Unsere erste Woche ist schon rum, das geht zapp, zerab. Aber ja, davon lassen wir uns ja nicht unterkriegen. Die Hühner haben immer noch Spaß da unten. Ich weiß nicht, das sieht man jetzt gerade nicht, an dem Bambus dazu zerpflücken. Ja, dann werde ich mich jetzt mal fertig machen und dann geht's los. Guten Morgen, wir haben 11.59 Uhr, da darf ich das noch sagen. So sieht das aus, wenn man Trockenshampoo drauf hat und in den Regenschauer reinkam. Ja, heute habe ich mich mal wieder geschminkt, da habe ich Bock drauf bei so einem, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, Pipi-Wetter. Brauche ich wieder Farbe im Gesicht und auf den Augen. Heute ist es so grünlich lila mit schön pinke Lippen, so muss es sein. Ja, das hat gerade, das hat bestimmt eine Stunde wirklich so was von gejoscht, kann man schon fast sagen. Jetzt ist es windig ohne Ende. Geiles Sommerferienwetter, ne? Die Kinder so ein Hals. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir heute Schönes machen. Ob Fußball dann stattfindet, wenn das dann weiter so regnet, weiß ich nicht. Ja, schauen wir einfach mal. Ich war heute Morgen mit dem Hund, dann war ich Brötchen holen, dann habe ich Leergut weggebracht und neues Trinken geholt und so ein paar Kleinigkeiten. Da sagt die eine Kasse 65 Euro und ich denke, wofür? Ich hatte viermal Wasser, Wasser groß und Wasser klein. Eis habe ich mir ein bisschen geholt und was war das denn noch? Eis, Gurken und Tomaten, ein Brot habe ich geholt. Ja, hoppala, auf jeden Fall war das Geld schon wieder weg. Ja, jetzt habe ich soweit hier aufgeräumt. Wie immer saugen, das muss ich noch und ja, wieder. Im Keller muss ich zischen und gucken, was da noch ansteht, was da noch zu machen ist. Genau. Sonst, bis jetzt steht erstmal nichts an. Und ja, wir müssen erstmal uns hinsetzen und gucken, was in den nächsten Tagen zu Mittag gibt. Schauen wir mal. Ich mache mir heute Mittag Burrata. Ein Tomaten-Burrata-Brot. Da habe ich so Hunger drauf. Das habe ich das erste Mal bei meiner Schwester gegessen. Ihr Partner hatte das gemacht. Mega geil. Also, das werde ich nie vergessen. Das war auf ihren Geburtstag. Da hatte er das dann gemacht und ja, ich weiß gar nicht. Da habe ich das erste Mal gegessen und mich direkt drin verliebt. Ja, und ich muss sagen, das ist sehr, 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 sehr lecker. Also empfinde ich zumindest. Und das haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Das werde ich dann heute Mittag schnabulieren. Ja, aber jetzt ja, gucke ich gerade in den traurigen Regen raus. In den traurigen Regen. In den regnerischen Garten, so nennt man das. Ja. Ja, aber wie gesagt, sonst gibt es nichts Neues. Sonst ist noch nicht wirklich viel passiert.
vielleicht auch Gott sei Dank, man weiß es nicht, ne? Ja, jetzt werde ich erstmal reindüsen und saugen. Das Wetter ist ja heute echt, das ist ja nur am Regnen, ne? Also muss ich hier ran. Ja, meine Tochter und ich, wir spielen jetzt Tennis. Los geht's. Guten Morgen, wir haben heute Samstag, den 13. Juli, morgens um 10:30. So sieht's hier aus. Es ist aber gerade trocken. Wir haben knapp 17 Grad. Ich war schon mit dem Hund. Wir haben schon gefrühstückt. Und jetzt werden wir zusammen einkaufen fahren. Werden wir uns mal ins Getümmel stürzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag. Und guckt euch die dezent schwarze Wolke an. Ich bin gespannt, ob es regnen wird. Hier ist mein Bäumchen. Das sieht toll aus. Da ist ein Dino. Der guckt, was ich hier mache. Hier sitzen die Vögelchen. Die Hühner haben gerade zu fressen gekriegt. Das sind auch so richtig komische Tierchen, ne? Was hatten wir schon? Schüsseln und Pötte und alles. Da haben die da nicht rausgeholt. Rausgefressen. Da, wo das so schön sauber ist. Nö. Und dann ist mir was runtergefallen. Und da haben die das gefressen. Ja. Wer das nicht sauber möchte, kriegt das im Dreck geschmissen, ne? Und da hinten, weiß ich nicht, ob man das sieht, sitzen die Wellensittiche an so einem... Eine Kugel, ich gehe mal rein mit euch. Also eine Kugel mit Möhrengrün. Hoppala, das ist, wenn man in so ein Schlagloch hier tritt. Gehen wir mal rein hier. Zack, Hallöchen. Die hat man immer schon begrüßt. Die kann ich auch schon wieder sauber machen, einmal durchhaken. Ja, und so sieht das hier von innen aus, ne? Richtig schön. So fressen die das. Die sind richtig, die haben das sonst alles liegen lassen. Das ist immer vergammelt. Ja, und hier kloppen sich die Wellensittiche um diese Kugel hier. Mit Möhrengrün drin. Tja, da haben sie auf jeden Fall was zu tun. Ne, die haben Späßchen. Die einen nagen da. Die anderen brechen im Stall ein. Die anderen machen da hinten Päuschen oder hier, ja, hängen an einer Kralle so ungefähr. Naja, das sind sie. Das sind sie, das sind sie. So sieht's aus. Und hier bin ich dann ganz oft drin und guck mir das Spektakel hier einfach nur mal an. Da sitzen sie im Bäumchen und quatschen. Ach, schön. Guckt mal, wie schön die Petunie hier wieder geworden ist. Sieht die nicht toll aus? Die hing ja auch ein bisschen mehr runter. Ja, Bäumchen. Steht hier noch so wie es soll. Schön, ne? Jetzt gehen wir mal hier rum. Da habe ich nämlich gerade gesehen, ich habe die Ackerwinde nämlich jetzt hier hingestellt. Und siehe da, die windet sich schon hier um den Zaun. Schön, ne? Ja, Rosenkohl sieht auch immer noch toll aus. Zucchinis kommen auch. Zack. Schön. Ich habe jetzt mal hier so eine Runde gemacht. Da fliegen die Hummeln. Hier, das wächst auch bis keine Ahnung wohin. Blühen tut es auch. Da. Ja. Jetzt gehen wir noch einmal zu meinen Tomaten. Oh, guckt mal. Die hängen noch, hat der Udo noch nicht genommen. Und die werden hier scheinbar nur, die bleiben schlank, aber dafür 3 Meter lang, die Gurken.
Wir lassen uns überraschen. Meine Peperonis, oh, die ist aber auch geschossen. Also die ist gewachsen, die blüht jetzt schön. Und ja, hoffen wir einfach mal. Die müssen wir mal abmachen, die Gurke. Die mache ich gleich mal ab. Und dann werden wir die mampfen. Dann werden wir die direkt eliminieren. Ja. Jetzt werde ich hier mal losgehen. Und dann werde ich mal ein Messerchen holen. Da bin ich wieder. Akku ist auch schon fast wieder leer. Wunderbar, so wie es sich gehört, ne? Ja, wir haben jetzt gleich 16 Uhr. Wir haben schon wieder 16 Uhr. Heute Morgen bin ich ja mit dem Hund. Dann habe ich Brötchen geholt. Dann haben wir zusammen gefrühstückt. Dann sind wir ja zusammen einkaufen gefahren. Dann habe ich euch, glaube ich, erst, also bevor wir einkaufen gefahren sind, euch guten Morgen gesagt. Ja, und jetzt haben wir schon wieder 16 Uhr. Also das geht schon wieder ratzifatzi. Wir waren heute Morgen schön einkaufen, shoppen. Emma war erfolgreich. Die hat ein paar Oberteile bekommen und so ein Jumpsuit. Genau, Lenny war nicht erfolgreich. Wir haben erst gar nicht geguckt. Da waren wir kurz bei DM drin. Da hat sie sich so ein bisschen Schnulli-Kram da geholt. Ja, und dann waren wir einkaufen, da haben wir dann ein bisschen eingeholt und anschließend waren wir dort, ist auch eine Asiate drin, da haben wir uns gebratene Nudeln geholt. Ich hatte mit Ente und die Kinder mit Hühnchen, genau. Und wir wissen immer, die beiden kriegen das sowieso nicht auf, wobei ich sagen muss, ich kriege die Portion auch nicht auf. Oder wie sagt der Udo mal, er kriegt, wie nennt man den Teller? Nicht Schnorrerteller, Bettlerteller, keine Ahnung, einfach nur ein Teller, wo er sich dann auch drauf tut, weil, ja, das sonst einfach zu viel wäre für alle, ne? Und ich esse so gerne, und die habe ich schon urlange nicht mehr gehabt, wir waren auch schon lange nicht mehr, dass wir asiatische Nudeln essen waren, habe ich mir so ein Tütchen, ja wir sagen mal Kröpek dazu, Kröpek, wie auch immer, diese Krabbenchips. Und ich bin ehrlich, die kriegst du ja auch so im Geschäft, ne, abgepackt wie so eine Chipstüte, die schmecken mir nicht, aber die vom Asiaten, die finde ich wirklich sehr, sehr lecker. Da habe ich mir mal wieder eine Tüte mitgenommen und dann ja, werden wir die hier naschen, alle die mögen. Ich glaube, Emma mag die nicht, das weiß ich. Ja, und jetzt sitze ich hier, bin dann reingekommen, dann haben wir die Tiere mit Frischfutter, hier mit, wie ich euch gerade gezeigt habe, Möhrengrüben verpflegt. Und da haben die Spaß, die sitzen da, deswegen, ich gucke gerade dahin, die sitzen da und ja, arbeiten, dass sie da dran kommen. Emma hat auch Zeugs für ihre Tierchen da oben auch in so einen Ball reingemacht. Mal gucken, was sie gleich erzählt, wie sie das so finden, ob sie das überhaupt so angenommen haben. Aua, was habe ich hier? Keine Ahnung. Ja, und jetzt muss ich immer noch durchsaugen. Saugen, ich sage ja, das ist so ein Thema für sich. Ne, das kannst du 28 Mal am Tag. Und wenn du das einmal nicht machst, dann machst du das auch halt noch 29 oder 30 Mal. Ja, manchmal ist das so, da hast du soweit alles aufgeräumt. Ja, komm mal eben und wir machen. Und ja, dann muss ich das halt jetzt machen. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so ansteht. Ich müsste waschen. Ich weiß aber nicht, ob ich das heute mache oder morgen oder erst Montag. Schauen wir mal, wie die Wäsche so gebraucht wird. Ja, einfach mal den Garten genießen, auch bei dem Wetter. Ja, man macht sich, ich finde mal, man macht sich das immer alles schön und dann hast du es schön. Und entweder regnet es dann oder du bist nicht zu Hause oder wie auch immer. Und deswegen denke ich mal, werden wir uns gleich mal raussetzen und dann schauen wir mal, was so als nächstes ansteht. Als nächstes kann ich schon mal sagen, das Akku aufladen, weil da blinkt nämlich jetzt schon rot. Und ja, ich werde das
Das Kamera, ich wollte das Handy sagen, warum auch immer, werde ich jetzt erstmal laden und dann denke ich mal, hören wir und sehen wir uns später wieder. Schaut mal unsere Ernte. Lecker Gürkchen, jetzt wollte ich Kartoffeln sagen, warum auch immer. Lecker Gürkchen, fanden die Schnecken wohl auch. Und unsere ersten gepflückten Brombeeren. Und dann zeige ich euch was. Ich habe hier gesaugt gehabt und sah schön aus, ne? Und dann musste der Udo zeigen, wie es auch anders geht. Der hat mir hier die Blume vom Teil geschmissen. Jetzt ist die kaputt gegangen. Die ist kaputt. Was soll ich dazu sagen? Hässlich. Warum hast du mir die denn runtergeschmissen? Ich wollte das nicht. Wer war das denn? Deine Tochter. Ach, dann ist es meine Tochter. Ja, Emma wollte ganz schnell was erzählen und hat dann irgendwie den halben Kaktus mitgenommen. Jetzt müssen wir gucken, ob wir den noch retten können. Aber ich denke mal schon. Der ist halt ein bisschen ausgedünnt jetzt. Guten Morgen, wir haben heute Sonntag, den 14. Juli, morgens um kurz vor 10. So sieht's hier aus. Die Sonne schmiss einen aus dem Bett. Vorhin irgendwann und jetzt ist sie zugezogen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir machen jetzt erstmal unsere Runde, frühstücken dann und dann schauen wir mal, was so ansteht. So sieht die Pflanze jetzt aus. Ja, die musste ein bisschen leiden. Die muss ich gleich nochmal gießen. Da ist auch der große Stängel abgebrochen. Aber da sind ja noch einige kleine neue, ne? Genau. Und dann sitzen wir jetzt hier so, gestern schon. Also wir haben gestern hier auch gesessen. Und da hat der Udo mir schlechte Laune gemacht. Da meine Bananenpflanze. Die rechte ist ja von meiner Bananenpflanze. Die linke habe ich mir online bestellt. Für was ist das für eine rosane Banane? Ne? Eine rosane Zwerchbanane oder irgendwie so. Die erste, die wir ja hatten, gut, das war wohl meine Schuld. Die haben wir falsch gelagert, falsch gehalten. Habe ich mir die ja jetzt nochmal geholt. Und ja, da steckt auch so ein Schildchen drin mit rosa Zwerchbanane. Und der Udo hat so eine Pflanzen-App. Der hat da Späßchen immer dran, wenn wir unterwegs sind, zu gucken. Ne? Wenn ich da sage, oh, guck mal, die sieht aber schön aus. Da wird die App drüber gehalten, um zu gucken, was das für eine ist. Ja, und dann hat er auch gestern auch so spaßeshalber mal gemacht. Jo, das ist das und das ist dies und das ist Tralala, das ist die Banane, das ist der Kaktus, da rechts ist auch eine Banane. Und links ist, was ist das, ein indisches Blumenrohr. Ja. Dann hat er da noch eine App, die hat er auch drüber gehalten. Indisches Blumenrohr. Ja, finde ich jetzt auf eine Seite nicht so berauschend, weil ich habe hier eine Banane bestellt und kein indisches Blumenrohr. Da müssen wir mal nachforschen. Ach, nee. Der Udo, der macht hier Klimmzüge, um die Fotos zu machen, um zu gucken, ob doch was anderes rauskommt. Aber es ist und bleibt wohl ein indisches Blumenrohr. Ein paar Stündchen später und der Udo sitzt hier und pennt. Nein. Ja, ich bin ein bisschen eskaliert. Wir wollten nur ein bis zwei Pflänzchen holen. Und da, wo wir sonst immer unsere Blümchen holen, ja, das war schon zu. Und dann sind wir dann in die Niederlande gefahren. Und dann was hast du gesagt? Genau. Ja, und dann haben wir uns ein paar Blümchen geholt. Und fast alle, die wir hier sehen, sind aus dem Sale. Das muss ich dazu sagen. So, jetzt haben wir hier einmal... Ach, die alte Frau muss ich mal hinsetzen hier. Die ist einmal für den Blumenpott und eine von denen hier. Das wissen wir noch nicht. Und die anderen beiden kommen noch zu den riesigen Pott hier mit dem Flamingo-Baum.
Ja, ich weiß es noch nicht, welche wir da reintun. Die gefallen mir zusammen sehr gut. Also denke ich mal, die beiden werden in den Doppelpott kommen. Jetzt muss ich doch nochmal aufstehen. Ja, was das für eine ist, weiß ich nicht. Die ist aber schön. Die kommt hier im Wintergarten. Das ist jetzt schon so eine leicht vergammelte Blüte. Aber da sind ja noch einige dran. Dann hat der Papa eine Sonnenblume gekriegt oder sich selber gekauft. Wissen wir noch nicht. Dann sind hier zwei Rosen. Hier hat die Emma sich geholt für im Zimmer. Einmal so eine. Und so eine hellrosane. Ja, und dann habe ich mir noch zwei Hibiskuspflanzen geholt außen. Sind auch untergesetzt gewesen. Einmal ein schön rosa und einem schönen gelb. Ja, und dann hier, ja, wie heißen die? Portula-Röschen. Ich habe immer Portugal-Röschen gedacht. Die hat ja meine Schwiegermutter ganz viel verbreitet in ihrem Vorgarten. Habe ich auch schon einen Riesenbatzen mitgekriegt, bei uns werden die nichts. Dann hatte ich mir eine eigene geholt, eine eigene Pflanze. Da haben die Schnecken gesagt, oh, lecker, zack, weggefressen. Jetzt haben wir da mal so ein Hängepott geholt. Sehe ich da eine Schnecke dran, da weiß ich auch nicht. Gebe die dann zum Mittagessen, nicht die Blume. Und hier haben wir nochmal so eine fette Henne. Die war auch, wie teuer war die? 2-3 Euro, ne? Ja, irgendwie so. Und dann haben wir noch ein paar Haken. Weil wir wissen schon nicht mehr, wohin damit. Nee, die werden dann aufgehangen. Die hier und der Pott wird ja auch nochmal umgehangen. Ja, das ist unsere Ausbeute. Das zum Thema 1 bis 2 Pflänzchen holen wir uns. Guten Tag, jetzt auch mit Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob heute das erste Mal mit Gesicht. Kann ich gar nicht sagen. Wir haben schon wieder gleich 16:30. Und ja, wir haben den Morgen richtig entspannt und ruhig angehen lassen. Ich glaube, wir haben erst um 10 Uhr, oder war das schon 11 Uhr, gefrühstückt, irgendwie so in dem Zeitraum. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Alles entspannt und ja, ich hatte gestern zu Udo gesagt, ich sag, gucken wir morgen mal am Blümchen, ne? Ja, sagt er, können wir machen. Ja, aber dadurch, dass wir so spät gefrühstückt haben, wartet der Laden ja natürlich nicht auf uns, ne? So nett sind sie nicht. Nee, und dann haben wir dann gesagt, gut, dann fahren wir dann dahin. Dann haben wir uns dann ganz in Ruhe fertig gemacht. Und ja, diese Idee bei dem schönen Wetter, also es ist immer die Sonne scheint, dann ist mal wieder ein Wölkchen davor und so. Ne, das ist aber schön angenehm. Haben nicht nur wir gedacht. Haben wahrscheinlich 12 Milliarden andere Deutsche auch gedacht. Wir waren definitiv nicht alleine da, aber es war trotzdem schön. Also es war, du kamst gut durch, ne? War jetzt nicht, dass man sich irgendwie gestaut hat oder so. Ja, dann haben wir dann die Blümchens gekauft, anschließend noch ein lecker Eis gegessen und jetzt sind wir hier zu Hause. Jetzt ist der Udo diese Haken da am Präparieren. Guck gerade, wo er ist. Ja, und dann werden wir jetzt gleich die Blumen hier einpflanzen und aufhängen. Und ja, den Vögeln werde ich jetzt die Dusche noch anmachen. Dann werde ich auf jeden Fall noch Blumen gießen. Wir werden noch Abendbrot essen irgendwann, weil Mittagessen ist ja ausgefallen. Das war das Eis vorhin. Genau, bei uns gibt es heute Rouladen mit Klöße und Salat. Vielleicht auch Rotkohl, ich weiß gar nicht, ob wir den haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall Salat. Und ja, so viel wird heute dann nicht mehr sein. Ich weiß nicht, wo die Kinder schon wieder rumschwirren hier. Und ja, so sieht's aus. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann werde ich jetzt mal nach hinten und schon mal die eine Blume da auspflanzen aus dem Pott. Kann man es erkennen? So sieht Hühnerbeschäftigung aus. Da haben die Spaß, wenn der Salat oder so in der Kugel drin sind, sich den gegenseitig vor der Ome zu kloppen und alles da rauszuholen. Ja, die Hummel steht auch hier, wie man so im Spiegelbild erkennen kann. Ja, da haben die auf jeden Fall Spaß dran. So, was wir mit denen machen und wo die hinkommen, zeige ich euch im nächsten Video. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Restsonntag
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.